Oh, Alter, Surprise-Begrüßung. Na Leute, was geht ab? Wir gucken heute Bachelorette Folge 10. Wir sind gefühlt so kurz vorm Finale. Das ist richtig so. Und ich würde am liebsten hier auf die Knie gehen dafür, dass ich immer noch sitzen darf, dass die Cancel Culture nur zu 50% zugeschlagen hat. Wurdest du gecancelt in den Comments? Nein, aber es hätte auch alles ein bisschen immenser sein können, weil anscheinend habe ich mich ja gestern. Das ist ja gestern gewesen. Letzte Woche, weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich muss euch auch sagen, Leute, ich bleibe dabei. Nee, also, mal eine ganz kleine Klarstellung. Wir sitzen ja nicht hier, um uns gegenseitig die Taschen zu füllen und Buh-Männer zu suchen. Oder, also so, da rutscht man ja vielleicht manchmal rein. Und es ist ja schön, wenn wir die gleiche Meinung haben. Da freue ich mich auch wirklich sehr. Ich finde es ja aber auch mal ein bisschen spannend, wenn man mal anders probiert zu belichten. Deswegen sind wir hier zu zweit und sitzen so, nicht nur alleine. Das rechtfertigt natürlich ja jetzt nicht, wenn ihr eine komplett andere Meinung habt und meine Meinung euch sauer aufstößt. Ja. Es darf gerne so sein, ihr dürft es gerne mitteilen. Es ist immer fraglich, wie immens man sich da jetzt mitteilen muss. Aber wir freuen uns trotzdem darüber, auch wenn es interessant war, dass ich jetzt nicht ganz so der breiten Meinung entsprochen habe. Ja. Zu dem Thema können wir sagen, wir haben mit einem aus dieser Staffel gesprochen. Und das ist Ferry. Und das ist Ferry. Vielleicht nicht der Letzte, mit dem wir sprechen werden, aber Ferry war irgendwie, hat gesagt, er hat Bock. Und wir haben auch gesagt, wir haben sehr große Lust. Und der hat mit uns das Thema auch nochmal durchgesprochen und seine Sicht zu dieser Problematik, die ja auch, es ist einfach eine Problematik. Ja. Es ist nicht nur ein kleiner Streit, es ist einfach ein immenses Thema und er hat seine Meinung dazu auch geschildert und einen interessanten Einblick gegeben, wo wir, glaube ich, beide rausgegangen sind und gesagt haben, wir können nachvollziehen und seine Sicht auf alle Fälle verstehen. Und ich habe mich da auch ein bisschen wieder drin erkannt in der Meinung, sagen wir es einfach mal so. Also wir waren uns sehr einig und vielleicht schaut ihr euch das einfach mal an. Entweder ist es schon online oder es kommt morgen, übermorgen oder überübermorgen. Ja. Sag ich jetzt einfach irgendwann mal so. Die Woche muss es auf jeden Fall rauskommen. An eurer Stelle würde ich ein Abo dalassen. Und das kommt auch noch dazu. So. Jetzt geht's aber weiter mit Folge 10. Jetzt geht's weiter mit Folge 10. Natürlich, wenn ihr die ganze Folge gucken wollt, checkt ihr den Link in der Videobeschreibung ab. Macht euch einen RTL Plus Account und wenn ihr schon mal am Shoppen seid, klickt die anderen Links einfach auch noch an. Wir wurden ja in der letzten Folge damit entlassen, dass Stella am Tisch gefragt hat, wer denn in diesen Luna Beef in Anführungszeichen involviert war. Und jetzt gucken wir mal, wer Eier hat. Ich war auf jeden Fall involviert. Ja, also generell gab es einfach Sachen on und off cam. Und Unehrlichkeiten. Ich habe halt leider trotzdem super falsch reagiert am Ende. Also nicht zu ihr, sondern ich habe mich im Zimmer entladen, habe Vokabular benutzt, für das ich mich sehr schäme und auch bei jedem mein Herz entschuldige. Okay. Dann danke fürs Teilen. Also ich hätte natürlich gerne irgendwas drin gelassen. Was jetzt uns irgendwie das ein bisschen näher gebracht hätte, warum sich zum Beispiel Martin jetzt nicht gemeldet hat. Auch da können wir wieder nur sagen, checkt einfach mal das Interview mit Ferry ab. Weil ich habe es geguckt und habe gedacht, ich wäre an Ferrys Stelle wahrscheinlich auch ein bisschen sauer gewesen. Also für mich alleine dann gut, wenn ich es gesagt hätte. Aber gerade irgendwie Martin, dass er da gar nichts zu sagt, finde ich irgendwie blöd, weil auch vor allem nachdem er sieht, wie ja Stella reagiert, die reagiert ja gut. Die sagt einfach erstmal nur, okay, weiß ich, da gibt es ja hier keine große Anklage. Hätte ja einfach sagen können, ich war da auch involviert, aber auch ein Jan und auch eine Akku hätte vielleicht was dazu sagen können. Ja. Ach ja, ich weiß es nicht. Also am besten wäre es einfach, wenn alle sagen, ja, hier, die Diskussion hat sich um uns gedreht. Um uns alle. Man zieht ja dann vielleicht schon eigene Schlüsse und sagt, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben, deswegen melde ich mich jetzt nicht, ich mache jetzt hier kein Fass mehr auf. Ist denn die Frage, also für mich ist ja auch immer so die Frage, was wäre die beste Variante und wie hätte ich reagiert? Ja. Ich weiß, ich würde niemals die beste Variante, die wir uns hier jetzt wünschen würden, umsetzen. Ja. Weiß ich, kenne ich mich. Und manchmal ist es so, okay, das Thema macht jetzt wirklich gar keinen Spaß. Ich halt jetzt einfach mal, das ist ja wie in so einer Streitsituation. Ja, na, ich verstehe den Impuls. Wo man gerne mitmischen würde, aber dann denkt man, nee, es geht noch weiter. Es muss jetzt mal ein Ende finden. Ja, na klar, aber wenn sie danach fragt, wenn sie die Frau ist, die du hier daten willst, wenn dein Ziel ist, mit der rauszugehen, dann sieht die das ja. Frag dich dann auch mal aus, warum hast du den nicht gemeldet?
Und auch hier finde ich schon wieder, Mann, ich will gar nicht so reingehen in den Martin-Hate. Aber hier denke ich mir einfach dann auch schon wieder, der labert die ganze Zeit irgendwas von real sein in den Interviews und sagt, da möchte er sich von distanzieren, wenn Leute nicht real sind und hält da die Schnauze. Ist dann für mich, passt dann nicht so richtig zusammen. Wie du gesagt hast, ich checke, dass es jetzt nicht gerade schön ist, von sich aus zu sagen, Stella, ich war auch dabei, juhu. Aber ich hätte Der richtigere Weg wäre es gewesen in seiner Position, definitiv. Vielleicht ist das ja schon so ein Punkt, dass man sagt, er hat es ein bisschen gecheckt, was jetzt... Vielleicht, ich mehr komme auch nicht. Ja, ist auch so, hat man jetzt nicht so ganz gebraucht, dass überhaupt... Es wird kein Schuh draus aus dem Thema, finde ich, weil es ist halt auch nicht bis... So wie reingestiegen wurde in diese Problematik, wurde dann nicht aufgehört. Du musst eigentlich, Luna hätte jetzt noch da sein müssen, hätte nicht gehen dürfen. Der hätte jetzt die Produktion sagen dürfen, für den Spice musst du bleiben. Achso, du meinst hier in der Situation. Ja, meine ich ja. Ja, weißt du, hätte ich mir auch gut dass es mit dem lauten Knall endet, wie es angefangen hat. Das stimmt. Schade eigentlich. Das finde ich auch schade jetzt. Nach dieser Frage gibt es noch ein Einzeldate. Aus der Kalten. Martin, hättest du Lust mit mir zu kommen? Ich überlebe mal. Quality Time und Physical Touch sind meine Love Languages. Die kann ich null ausleben. Ich brauche Quality Time, kriege ich nicht, habe kein Einzeldate. Ich brauche Physical Touch, kriege ich nicht, habe kein Einzeldate. Also erstmal finde ich es natürlich lol, dass ausgerechnet Martin jetzt derjenige ist, der das Einzeldate kriegt. Irgendwie auch nicht. Also ist ja nicht richtig. Wie meinst du jetzt mit der Folge? Die Kurve jetzt so weiterzuspielen. Ich weiß nicht, irgendwie Stella... Macht halt auch nichts dagegen. Eigentlich habe ich gedacht, die Bachelorette greift so ein. Also die Produktion muss sie doch gesagt haben, es gab ein Beef. Ach so. Und das er ist Teil davon, er ist involviert. Und habe ich ja vielleicht auch so ein bisschen gedacht, dass sie schon einen Hint bekommen hat, was passiert ist. Oh und Gott, deswegen auch nachfragt. So dieses, wer ist jetzt ehrlich zu mir? So nach dem Motto. Und das als Test. Und das ist aber eine falsche Konsequenz irgendwie jetzt für mich da draus. Schade, also wenn sie es nicht weiß, natürlich, dann kann sie nichts dafür, dass sie jetzt ihn gewählt hat. Ich gehe einfach davon aus, dass sie es nicht weiß irgendwie, sage ich dir ehrlich. Aber für den Spice würde ich das halt auch besser finden. Ja, fände ich auch gut. Und Erik? Mann, Erik habe ich wirklich nur drin gelassen, dass die kleine Maus auch noch mal drin ist. Scheiße. Es ist ärgerlich. Also ich finde, ich habe gerade schon so irritiert hier beim Schauen geguckt, Quality Time ist deine Love Language. Das ist eine offizielle Love Language. Ja. Gemeinsame Zeit heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, das verstehe ich, aber ist das nicht eine Grundlage, dass man eine schöne Zeit, fokussierte Zeit miteinander hat? Ja, aber vielleicht meint er ja damit auch, dass er auch gerne viel Zeit mit der Person hat, weil ich bin ja zum Beispiel eine Person, mir würde Quality Time auch reichen, einmal in der Woche. Ja, Quality Time ist ja auch Qualität und da nicht Quantity Quantität. Time. Ja, Quantity Time. Ja, also gibt es Leute, die sagen, ich setze bei einer Zeit miteinander eher auf Quantität als auf Qualität? Safe. Also ja, gibt's. Ich zocke, er schläft. So, das wäre dann so. Zeit zusammen. Ja, wir waren noch in einer Wohnung. Hä? Also deswegen fand ich das so ein bisschen irritierend. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr man seine Love Languages generell bei der Bachelorette ausleben kann. Ja, geht halt nicht. Falscher Plan. Bisschen ja. Tut mir auch leid. Oh. What the fuck? Was kommt denn da alles raus? Also bei dir ist viel passiert nach dem Kopf. Ja, schon. Also. Erzähl mir mehr. Aus dem Kopf gegangen, muss ich sagen. Ich bin dein Lächeln so süß und fällt mir echt schwer, dir in die Augen zu schauen. Bei dir habe ich wirklich nicht geschützt. Da ist so eine Anziehung da, eine Anspannung. Ja, ich habe schon was an mir gespürt, dass sich da was legt. Ja. Das bleibt jetzt ein kleines Geheimnis von mir, genau. Das kann sich dann jeder so ausmalen, was da so passiert ist. Hast Lust auf mehr. Fast. Also ich habe es ja ein bisschen zusammengefasst, hast du ja gesehen, das Date. Es wurde viel geknutscht. Aber warum bumsen die nicht? Die Zeiten sind vorbei, die sind nicht mehr in der Zeit, so wie... Ich weiß immer nicht, ob ich das richtig eingespeichert hatte oder ob das ein Gerücht ist, dass Paul Janke bei einem Gruppendate mit einer in der Umkleidekabine gebumst hat. Wisst ihr das? Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, oder ist das meine Wunschvorstellung, mit der ich arbeite? Oder ging es nur irgendwie in die Richtung und ich habe... Das wäre ja crazy. Und ich denke, ich bräuchte es irgendwie auch nochmal. Einfach für einen Spice. Aber Stella auch so, ich mische jetzt beim Drama mit und
beim Strava. Und ja, beim Stellardrama. Ja. Und boom, setz hier mal kurz mit Martin und mach danach da wünschöne Augen und Ferry kriegt auch nochmal einen kleinen Kuss. Ja. Es ist natürlich aber auch gut, dass es alles in einem Rahmen bleibt. Warum diese Erzählung, die dort anscheinend durch den Schnitt ja gemacht wird, wo Stella ist ja nicht Teil davon, dass Martin so der Buhmann ist? Ja. Oder der Scheiße baut? Ja. Warum ist sie so anti-Stella, diese Erzählung? Sie ist gar nicht mit. Also, hey, warte mal, bin weißt du, ich so anti-Stella. Na, warum ist sie nicht von Stella geleitet, sondern Stella macht eine Erzählung und dann macht ein Schnitt die Erzählung? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Na, okay, ich fange nochmal neu an. Ich frage mich, warum Martin so als Buhmann im Fokus ist. Ja, bei uns aber jetzt. Aber das bei Stella nicht ankommt. Ja. Warum bei Stella nicht landet, welche Stimmung er anscheinend hinterlässt oder einfach hinterlässt und sie ist. Sie ist einfach nur geflasht. Sie spürt es nicht. Also, oder sie. Dann muss in der Villa, muss auf alle Fälle eine andere Atmosphäre gewesen sein. Auf jeden Fall. Sag ich jetzt einfach mal ganz frech. Und sie ist halt auch nicht richtig involviert. Ja. Habe ich schon wieder das Gefühl dadurch. Irgendwie ist es passend für mich, aber auch irgendwie unpassend. Und wenn sie sich jetzt am Ende des Tages für ihn entscheidet. Ist ja auch irgendwie total scheiße, oder? Na, es macht ja das noch spicier. Mhm. Dass er so der kontroverseste, sage ich jetzt einfach erstmal so, irgendwie in dieser Runde ist, der da aktuell noch vorhanden ist. Ja. Und Stella, aber bei Stella halt einer der Favoriten. Und sie auch, ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Und so vor 3 Stunden noch gefragt, wer war da involviert in eine Sache, die ich nicht so geil finde. Und er ist so, Ja, oder ist Stella halt so auch so, ja, scheiß drauf auf die Vorgeschichte. Ich finde den Vibe, also es ist mir gar nicht so wichtig, ob der Kacke baut. Es ist interessant zu wissen. Und was hinterlässt das für einen Eindruck bei den anderen, wenn die sich jetzt wieder für Martin entscheidet und diese ganze Zankerei ist ja aus Martin heraus entstanden. Also spice-technisch ist das Gold. Ist eigentlich auch geil. Und naja, dass sie nicht bumsen, ist schade. Aber auch, dass sie mit dem Ständer einfach gesagt. Also wird ja einfach auch wirklich knallhart gefragt. Und Martin so heftig der erste Kandidat, wenn es da ein Übernachtungsdate gibt, wo da richtig was losgeht. Sage ich dir, wie es ist. Die ist ja so horny. Übernachtungsdate, sie dürfen da irgendwie nicht, das geht ja nicht auf für mich, wenn die jetzt ein Übernachtungsdate haben, die knattern sich ja wund. Die knattern sich wund. Das ist krass. Du gehst über eine Wiese. Du atmest einmal tief ein und wieder aus. Du hörst einen kleinen Vogel zwitschern. Du gehst langsam weiter. Nun gehst du auf die letzte Tür zu. Du nimmst die Hand und öffnest sanft die Tür. Ja? Hallo? Hey! Wie du auch schon gesagt hast, ich finde, also alle bei den Girls sich ja gemütlich gemacht, die noch in der Villa sind, finde ich ja richtig süß. Die haben ja richtig, die Girls wussten das ja gar nicht, dass die mit Sack und die haben das Sleepover-Time gemacht gefühlt. So richtig mit Kissen und Decke kommen die Boys da angemummelt und wollen sich da eine schöne Story erzählen lassen. Und dann kommt der große Schreck rein, Martin, und erzählt, wie es Date war. Und der lässt es für mein Empfinden ein bisschen zu sehr raushängen. Fuckt mich jetzt schon wieder ab, wenn ich dran denke. Ich finde, erstmal finde ich das krass, weil das zeigt für mich, dass die ja trotz Mädels-Jungs-Trennung, sag ich mal, eine geile Stimmung untereinander insgesamt haben. Geht ja schnell flöten, wenn so eine Zankereien da sind. Halt auch, dass Emma und Jan, die hatten ja auch schon ihren Disput, dass das aber scheinbar ja auch trotzdem alles wirklich dass du trotzdem so richtig auf Bro-Ebene dort miteinander chillen kannst. Finde ich mega. Deswegen habe ich es auch drin gelassen, weil ich es halt voll süß fand, einfach nur. Okay, genau. Wir waren unten am Strand, Sonnenuntergang, war schön. Perfekte Location für ein paar Küsse, genau. Sind in die Badewanne zusammen eingestiegen. War sehr heiß, beides, genau. Ist das schon auf mir drauf? Was in der Badewanne passiert ist, bleibt ein Geheimnis. Sie hat schon gesagt, dass ich was Besonderes bin. Wir haben gesagt, dass wir beide Lust hätten auf den nächsten Schritt nach dem Küssen, genau. Aber was heißt nächster Schritt? Was wohl? Was wohl? Was heißt denn für dich der nächste Schritt? Reinstecken! Was wohl? Er hat auch im Interview gesagt, er hat es auch mit Absicht so erzählt und halt auch wirklich auch erzählt, sie meinte schon, ich bin was Besonderes für sie, weil jetzt auch für ihn wirklich der Kampf beginnt und er die anderen auch ein bisschen einschüchtern möchte. Check ich? Check ich auch.
Aber den Kampf spielt halt keiner auf seinem Niveau mit, ne? Oder nee, nicht Niveau, sondern auf seinem Stil. Art, genau. Ja. Weil es gibt auch, also Devin ist da auch mit drin in diesem Kampf. Ferry weiß ich jetzt noch nicht so genau. Und vielleicht noch Layla, aber halt auch nicht so richtig irgendwie. Ich habe schon das Gefühl, Martin und Devin. Ich glaube, Akku, wenn würde die besser mit Stella stehen, könnte die so krass mitfighten. Ja, aber da sehe ich Hopfen und Malz schon verloren. Ganz ehrlich, ich dir irgendwie ehrlich, ich weiß es nicht. Ich auch ein bisschen. Oh. Hier das Date, ich finde, die sehen alle so Bombe nice aus. Ja, es sieht richtig geil aus. Also es passt ja auch zu jedem Typen, passt das. Ich weiß gar nicht, ob mir dieses Grün stehen würde. Ist das Tennis? Nee, es sollte Golf sein, aber sie machen ja Minigolf, aber trotzdem geil. Ja, aber super. Ja. Und jeder, der quasi die wenigsten Schläge hat, eingelocht hat, kann den Zettel, der da drin ist, rausziehen und diese Tat machen oder sie jemand anderem geben, der sie machen soll. Wir ab und zu Golf und heute dachten wir uns, wir machen mal die Mini-Version. Gib Stella einen Kuss an eine Stelle ihrer Wahl. Devin. Ja, auf den Mund. Okay. Finde ich schon heftig. Wir könnten auch noch ein paar Einzelgespräche führen. Ich gehe mit dir. Okay. Wir gucken nicht. Hast du es in deinen Schuh gesteckt? Du hast gemeint, du bist gespannt auf meine Rap-Künste. Genau. Erstes Treffen kann es nicht einschätzen. Mein erster Blick in deinen Augen, wow, ich kann es nicht glauben. Außer Rand und Band, bis ich eine Rose fand. Noch kennen wir uns nicht, doch am Ende des Weges sehe ich ein kleines Licht. Lass uns den Weg vielleicht gemeinsam gehen, denn auf uns wartet. Denn auf uns wartet Abenteuer, Feuer und Beben. Okay. Oh, wie schön. So richtig reanimieren. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Weißt du, ich gebe dir jetzt ein bisschen Arbeit. Du musst von Like Me, I'm Famous, musst du von Helena Fürst den Rap raussuchen, weil das war's für mich. Vom Niveau? Also so ja, was hat die da, Haus Klaus Maus? Ich bin ich und nicht du. Friss meinen Schuh. Medienspiel mit Menschen, wo sind die Grenzen? Brot, Idiot, ist das ein Angebot? Manchmal ist TV einfach nur Kot. Boom. Ich backe ein Brot und du bist bald tot? So war das ja. Am Ende sehe ich ein Licht und ich glaube es nicht. Wo kam das jetzt nochmal, die Rap-Vorgeschichte her? Habe ich auch da zum ersten Mal gehört. Sie hat aber in der Folge, habe ich aber nicht drin gelassen, auch noch so ein bisschen im Haus ein paar Rhymes geschrieben, dass sie nicht aus dem Rhythmus kommt. Mhm. Und da war es schon besser. Alter, okay. Da war es schon besser, aber das hier war jetzt auch so ein... Aber was willst du da jetzt sagen, an der Stelle? Scheiße. Ja, hab schon was gehört. Vielleicht lässt es mit mir rappen. Ja, an sich. An sich ehrlich sein. Aber das macht ja... Gut, die Position von Stella, die muss ja mit allen toll sein. Ja. Oder ihr Bestes geben. Aber das wäre vielleicht auch mal, dass sie sagt, hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ja. Darf ich sagen, so Stella, und jetzt kommen wir endlich mal raus. Ja. Jetzt wissen wir, was du für eine Meinung hast und du vertrittst nicht alles. Ja. Ja, da aber hast du recht. Das ist jetzt wirklich krasse Kritik. Also die Kritik soll eher bei Akku liegen, weil Rap. Künste? Mann, vielleicht rappt sie ja voll gut. Weiß ich gar nicht. Ja, aber warum liest sie es denn vor? Aufgeregt. Und jetzt wollte ich noch fragen, wie stehst du jetzt dazu? Du hast ja vor diesem Ausschnitt gesagt, Akku könnte auch weit vorne liegen. Würdest du es nochmal umdenken? Ja. Ja, gut. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, Devin soll sie küssen auf den Mund. Ich meine, es hat auch einen Kuss auf den Mund. Ach nee, sie hat ja selber gesagt Mund. Sie hätte ja auch jemand anders sagen können und bei ihr auf die Wange. Sie hat sie alles selbst ausgesucht, finde ich heftig. Auf der einen Seite finde ich es auch irgendwie chillig, dass ihr das egal ist. Und sie sagt, nö, ich habe aber Bock jetzt auf Devin. Aber es wirkt halt so wie, für mich wirkt alles so, Devin gewinnt, wenn der dich nochmal richtig reinscheißt. Weil der ist so für mich bei ihr auf Number One. Ja, ist auch so ein bisschen ihr Safe Space wirkt. Ja, irgendwie ja. Ist okay.
Ich habe im Interview mit Ferry gesagt, dass ich die beiden am meisten sehe, weil die Devin und Stella. Ja, weil die inhaltlich für mich am besten passen, so vom Vibe. Na, Devin ist halt irgendwie so lol, aber die sind so wie, wir haben uns in der 11., seit der 11. Klasse sind wir zusammen, so sind die zwei. Da sitzen sie irgendwie so da und er küsst sie so hier hin und sie so. Ja. So ist so. Na, also wirklich ein bisschen verliebt. Ja. Nicht nur sexuell oder verguckt. Nicht nur sexuell angeturnt, sondern da liegt was in der Luft. So, und die kleine Erik Maus. Dass der noch drin ist, war. Guck ihn dir genau an, weil ich habe das Gefühl, das wird fast das letzte Mal sein, dass wir ihn sehen in dieser Staffel. Ich will dir hier nur mal einen kleinen Wink mit einem Zaunfall geben. Ich bin da und möchte mehr. Ja. Ach. Oh. Ja. Also da habe ich dann aber auch gedacht. Kann man verstehen. Kann man auch verstehen. Aber da habe ich gedacht, Maus, jetzt sitzt du vor ihr, dass man aufgeregt ist, ja. Und sagst aber auch irgendwie nur, also er hat... Die hatten kein anderes Gespräch. Er hat nur gesagt, ich will dir sagen, ich bin an dir interessiert, was ja gut ist. Aber danach war es over. Also, ne, ich will mehr, ne, ciao. So, dann nutzt doch, also, sie weiß jetzt immer noch nichts über ihn. Aber ich fand ja, bei ihm hat das Outfit am meisten gekickt. Und er hat auch gesagt, Alter, Outfit finde ich Hammer, ich hoffe, ich darf es mitnehmen. Hat er gesagt, wenigstens das. Ich würde auch eine Person hier behalten. Devin, willst du? Ja, gerne. Und sonst hatte ich schon auch schöne, so ein bisschen andere Konstellationen, irgendwie noch mit einem Pärchen. Ich mit einem Hängsel und dann noch mit einem Pärchen. Also, oh. Oder noch mal so ein bisschen Dreier-konstellationsmäßig, aber meistens dann zwei Frauen. Hattest du schon mal einen Dreier? Nee. Wäre der Wunsch da oder? Dann sagst du dir so, nee, brauchst du nicht. Also wenn, dann würde ich es mir, glaube ich, nur mit zwei Frauen so vorstellen können. Kannst du so Skat oder so? Skat? So ein alte Leute-Karten spielen? Oder sagst du jetzt, bist du im Skat-Club oder so? Das ist ein alter Leute-Kartenspiel, safe. Aber ich habe das in der Familie immer gespielt. Und dann war ich letztes Jahr so... Mich würde es mal interessieren, wie ich da so auf Turnieren performe. Du hast da ein Skat-Turnier? Ja. Das war dann so die Oberlandsmeisterschaft. Und da habe ich gewonnen. Nee. Ja. Oh mein Gott. Ich habe früher gezaubert. Nein. Auch schon so professionell mäßig. Okay. Also das war für mich das Beste aus diesem Date. Das war für mich auch das beste Gespräch ever, ever, wo Stella Teil war, weil das hat die Skat-Geschichte erklärt und nicht, ich spiele Skat für mein Leben gern. Es ist halt so, sie findet es ja auch lol, dass sie das macht. Aber und dann ist ja auch die Welt in Ordnung, wenn sie einfach zwei Sätze mehr sagt. Ja, und ist auch nicht so da, also manchmal wirkt das halt auch wirklich, wie man will, dass es so hingestellt wird, wie... Ich bin einfach eine Skat-professionelle Ich bin einfach eine Macherin. Ich kann alles. Ja. Ich kann dir jetzt auf dem Einhorn hier reiten. Ja, könnte ich machen. Auch wie lol, dass er mal gezaubert hat, weil es passt so es heftig passt so zu ihm. Es passt so krank. Er hat auch gesagt, manchmal Freunde von ihm sagen, hey komm, jetzt mach doch mal, dann macht er auch schon noch einen kleinen Trick. Ja. Und ich sehe es auch, dass, also ich will auch sowas sehen. Und sowas kann ja dann auch mir imponieren. Turn dann on. Sowas. Turn on, wenn der Ike im Spiel ist, ist Turn on für mich. Auf einmal. Verstehe ich. Ganz komisch. Und ich musste aber lachen bei der, wo es ums Thema Dreier ging, wie ich der Meinung bin, ihm ablesen zu können. Er will nicht. Dass er so ist. Mann, das Gespräch vorbei. Ja. Auch so ein bisschen. So, es ist also so, von mir ist nicht meine Welt. Aber lassen. Wenn du meinst. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die sexuelle Vorlieben bei denen so unterschiedlich ausgeprägt sind, dass ich mir jetzt fast noch mal dieses Date war, wo zwischen Max und Markus, wo die da auf 1 bis 10 so einen Graph machen mussten, dass sie es mit ihm noch mal macht, weil ich nicht weiß, ob sie sich mit ihm ausleben kann. Ja, verstehe ich total. Kann mir aber auch vorstellen, dass es nicht stört, dass sie trotzdem zusammenkommen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Ich habe ein bisschen das Gefühl nach der Szene, ich bin Stella geheilt, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ja? Das hat's dir kann's schon. Bitte genauso weitergehen? Okay. Ja. In der 10. Folge, let's go. Haben wir es endlich geschafft. Mhm. War wichtig, das Date? Ja. Ja? Ja. Hat ein bisschen Klarheit gebracht? Nein. Also das habe ich einfach nur drin gelassen, weil ich es lol fand, dass endlich mal eine von der Produktion kommt. Weil das
ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe oder ob wir das hier auch schon mal gesagt haben, bringt ja immer den Bachelor oder die Bachelorette auch noch mal ein bisschen näher, wenn man sieht, wie die dann mit Leuten aus der Produktion sprechen, so kurz hatten danach. Hatten wir auch bei der letzten, nee, wenn nicht sogar schon bei der Staffel oder davor, ne? Nicht bei die Bachelors, sondern... Wir hatten es, glaube ich, bei Dominik auf jeden Fall. Ja, dass der dann so, was geht hier jetzt ab? Ja, so. Und hier habe ich jetzt auch gerade gedacht, das fühle ich ja schon wieder, wie sehr, also erstmal ja schon, wie die Frau ankam, wenn ihr euch das nochmal selber anguckt, die sieht ja erstmal so aus, oh, und hat sie jetzt Klarheit gebracht? Also wie so eine beste Freundin, die so ist, toll, die Alte trifft sich schon wieder mit dem Kacktypen und sie so, nö, also ja. Hast gebraucht? Ja. Und hast Klarheit gebracht? Nö. Nö, ich will ihn halt. Aber hier auch was für Klarheit, ob sie ihn wirklich will? Ob es das was wäre? Na, und Klarheit, wer rausfliegt vielleicht oder ob er es sein soll am Ende. Ich finde, also ich habe schon Formate gesehen, da haben die in den anderen Ländern, war das immer, halt noch Moderatoren dabei. Und das funktioniert. Es ist irgendwie, man denkt irgendwie, warum? Aber dann, wenn du die so quatschen siehst, dass sie sich halt austauschen darüber, funktioniert es. Ja, die brauchen einfach eine Austauschperson. Hm. Weil bei den Bachelors haben sie sich untereinander ausgetauscht irgendwie. Sie wissen noch nicht, dass heute die letzte Nacht der Rosen hier in Thailand sein wird. Ich muss mich auch von 4 verabschieden. Danach geht es zurück nach Deutschland. Es geht mit den Home-Dates schon weiter. Junge, 4 Leute raus. Ich ja letzte Folge gesagt, die muss jetzt mal mindestens 3 rausschmeißen, weil es sind zu viele noch drin. Schmeiß die 2 raus. Und jetzt auf einmal 4 auf einmal? Mach doch 3. Wirklich krass. Finde ich richtig heftig. Und auch danach Home-Dates. Also auf einmal sind wir wussten das ja. Ich bin noch nicht so weit. Ja, oder? Und auf einmal, also ich weiß es nicht. Ich finde es crazy. Weiß auch gar nicht, wer rausfliegt. Also Martin nicht. Am Ende noch mal kurz quatschen. Ach so. Oder? Weil hier ist ja die Nacht wird ja wieder angeschnitten, die Nacht der Rosen. Ja. Ich weiß bloß nicht bei mir mit den Emotionen, genau. Wenn wir dort sind, immer länger. Okay. Aber würdest du sagen, du wärst dazu bereit? Weil ich meine, ich finde, man muss sich hier schon auch. Nein, auf jeden Fall. Ja, genau. Genau das würde ich zu sagen, dass ich Angst habe, mich dass ich verletzt werde halt. Ich weiß nicht, was mich da gerade überkommen hat, aber wahrscheinlich einfach die Vorstellung, dass man sich öffnet. Und ich hatte da eigentlich schon das Gefühl, dass da was bei ihm auch entstanden sein könnte. Und wenn er das jetzt noch nicht so fühlt, dann weiß ich gar nicht, ob er eine Rose verdient hat. Aber ich habe danach gedacht, ich habe gesagt, ja, okay, du musst eigentlich hier offen sein. Ja. Genau, und... Deswegen gehst du mir nicht mehr auf den Kopf. Aber er war ja heute auch sehr forsch so. Also ich spüre ja, dass da bei ihm auf jeden Fall was ist. Ich halte mich heute mal zurück. Ja. Okay. Ja. Also nicht, dass ich nicht gerne würde, aber ich finde, das ist, respektvoller, wenn man das vielleicht nicht vor allem macht. Ja, das stimmt. Also, wilde Fahrt jetzt gerade gewesen. Hm. Diesen kleinen Kuss auf den Nacken finde ich jetzt vielleicht auch hier einfach als Frau, die vielleicht auch schon mal so eine Situation vielleicht war, super unangenehm. Mhm. Also ich meine, die haben ja eine Attention und sie hat ja auch gesagt, ich würde dich jetzt küssen, aber das mache ich jetzt hier nicht wegen der anderen. Leicht, ich finde, das ist ein Punkt da, es lässt sich leicht sagen, übergriffig, aber ich finde, es ist mehr unangenehm, dass es gemacht hat, als dass es jetzt übergriffig war, weil sie hat ihn ja mit Worten klar signalisiert. Sie würde. Für ich würde am liebsten jetzt, aber würde es auch gern nicht machen und er ist ja in einer ganz anderen Position. Wenn sie gibt ja das Go, es ist ja ein 50-50-Go. Ja, aber es ist ja also nein für sie, aber probier doch. Es hätte mir besser gefallen, er hätte es gelassen. Ja, also weil denn, also halt auch unangenehm war. Ja, mein Gott, da akzeptierst du doch einfach, lass es. Oder ja, vor allem auch, hätte er einfach so einen kleinen Kuss auf die Wange oder so, fand ich vielleicht schon wieder süß, aber dann so einen halben Nackenbeißer. Horny. Ja, horny finde ich sauer. Einfach nur horny. Und hättest du jetzt damit gerechnet, dass diese Ehrlichkeit von ihm am Anfang, dass das bei ihr so reinkickt, dass sie da mit Tränen im Interview sitzt? Verstehen kann ich, es ist ein Überforderungsmoment. Ja. Ich würde halt auch noch nicht schlussfolgern daraus, glaube ich, so immens, also ob er jetzt schon eine Rose bekommen soll oder nicht. Natürlich bekommt er eine Rose. Also haben wir alle irgendwie Tomaten auf den Augen? Ich finde es ja auch krass, weil ich denke mir so, vielleicht haben sie auch noch ein bisschen besser, also ein bisschen tiefer darüber gesprochen, weil es wirkt so, als ob sie das interpretiert, als ob er so gar keinen
ernstes Interesse bisher an ihr hätte und sie hat's halt. Nein. Aber er hat ja einfach nur, also ich verstehe auch ihn da voll, weil ich brauche ja bei sowas auch länger. Die hatten 2 Dates mit Kameras. Ja, und wenn ihr Herz schon so boom, boom, boom macht, das macht's bei Devin auch. Also das stimmt. Bei ihm ist vielleicht noch nicht so immens, aber wie, das ist ja auch nicht die reale Situation. Er signalisiert mir am meisten mit Devin zusammen, dass er ernsthaft danach es probieren würde. Ja. Also mehr Gefühl kannst du eigentlich nicht bekommen in dieser Variante. Ob ich es bei irgendwem nicht habe, aber es gibt halt auch sonst nicht so viele, die mit ihr schon so irgendwie eine Connection haben. Erik zum Beispiel, kein Plan. Na, der hat mit ihr keine Connection. Also deshalb kann ich das auch null einschätzen. Ich weiß gar nicht, ob die jemals gesprochen haben, bis auf hier gerade. Es tut mir nicht leid, Alter. Für mich bist du aber ein Volltreffer. Devin. Seit unserem ersten Kuss gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf. Layla. In meinem Kopf entstehen Zukunftsbilder, Martin. Du bist eine ganz besondere Persönlichkeit und in deiner Nähe geht es mir gut. 4 Leute gehen. Also wir haben jetzt noch Emma, Ferry, Jan, Akko und Erik haben wir noch. Also ich denke mal, wir sind uns beide sicher, Erik fliegt. Leider. Ja. Weil die haben keine Konnecke. Akko auch wegen Rap? Ja? Rap hat's versaut. Ich glaube, bei Jan, sie hatte in der Folge gesagt, hat sie nochmal mit ihm gesprochen und so, hat sie gesagt, dass sie schon das Gefühl hat, dass körperliche Anziehung immer größer wird. Und es war auch ein bisschen flirty, das Gespräch. Aber so richtig weiß ich nicht. Ich glaube, bei Emma kommt auch nichts richtig Jan rum. Oder Ferry? Eigentlich Jan oder Ferry, ne? Eigentlich sage ich fast Ferry, wegen des Kusses, weil der hat ja irgendwie schon für die beiden, glaube ich, ein bisschen was gemacht. Und so ein Kuss macht ja, wenn der gut ist, dann macht er ja wirklich was mit dir. Also wenn sie den Kuss jetzt gut fand, Kick. Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn du so viel Auswahl nebenbei hast, aber wenn der eine Kuss ein bisschen intensiver ist als der andere, natürlich kickt es. Aber hier hat er nur er bisher einen Kuss von denen, die jetzt noch übrig sind, da würde ich immer den mit Kuss nehmen, wenn der gut war. Ferry. Ja, also ich denke auch, dass es Ferry ist. Ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben, was ihr denkt. Wenn ihr schon gespoilert wurdet, Leute, bitte, ich sag's jetzt nochmal, dann schreibt ihr rein, Achtung, Spoiler, Enter, 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 Enter und macht den dann rein, weil unter dem letzten Video oder irgendwo auch wieder jemand was gespoilert und alle so, hallo, wollte ich nicht. Denke ich aber auch immer, weil du liest dir dann einfach und schickst nochmal das Kommentar und denkst so, wie ist wieder Wand. Du kannst es nicht lesen, wenn du dich um deine Community kümmern willst. Oder auch, also ihr müsst auch beachten, dass, wenn man das anders formuliert, ist es trotzdem Spoiler, wenn du schreibst, was sagt er eigentlich dazu, zu dem Gerücht, dass der und der gewonnen haben soll. Und dann so, ist er nur ein Gerücht? Maus, nee! Aber wenn es jetzt stimmt, dann wurde ich ja gespoilert. Ja. Naja, ist ja auch egal. Also eure Vermutung auch mal gerne in die Kommis und alles, was ihr jetzt sonst so zu sagen habt zu dieser Folge. Wie viele sind denn dann noch drin? Wir haben dann Martin, Devin, Layla. Und halt die vierte, also 4 Leute noch. Und ach, deswegen wird so rapide. 4 Homedates gibt's. 4 Homedates, auf die ich natürlich wieder besonders Bock, weil das ist immer mein Favorite. Auch mit die Parents und Freunde. Mit den Muddis und Faddis. Haltet Ausschau nach dem Ferry-Interview, wenn ihr da auch noch ein bisschen mehr Input haben wollt. Like, teilen, kommentieren, abonnieren. Hast du noch was zu sagen, Schatz? Nö, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht, ob wir denn nächste Woche direkt in die Homedates rutschen. Ich hoffe schon, es. Oder ob das dort noch gestreckt wird. Nee, gibt's schon Homedates. Nee, doch, gibt's komisch, schon Homedates. Gibt Homedates. Aber komisch, dass wir dann irgendwie noch halbe Folge Thailand, halbe Folge Deutschland haben. Ja. Aber ist egal, ist okay. Wir lassen uns drauf ein. Für die Spannung ist es okay. Kann ich vollkommen mit leben. Ich freue mich. Ich auch. Auch, dass die Entscheidung jetzt irgendwie doch nachvollziehbar ist. Ist okay. Ja. Martin, Devin, kann ich greifen. Layla kann ich auch greifen. Ja, aber auch nicht so sehr wie die anderen beiden. Weil die aber auch nur erst ein Date hatte, so richtig. Ja. Also, naja, ihr könnt euch auch freuen. Nächste Woche kommt Lena hier wieder mit am... Kommt Lena hier wieder mit her? Ich komme zum Finale vielleicht zurück und... Vielleicht machen wir ja auch zu... du machst ja nächste Woche gar nicht mit. Ihr könnt dem Mann hier einen schönen Urlaub wünschen. Ich bin nächste Woche raus, aber ich dachte, die Woche danach ist Finale. Ja, dann bist du dann wieder dabei. Ja. Okay. Ciao, Leute. Ne, macht's gut. Mua, mua.